Hallo, Herr Klaus Mintrup, Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Hier ist der Herr Römer. Wir haben uns letztes Jahr schon begrüßt und wir sehen uns immer wieder. Soll heißen, einer unserer wichtigsten Paten des Festivals ist da angekommen. Und ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Es ist ja eine Menge passiert in der Zwischenzeit, ne? Ja, da war eine Bundestagswahl, aber ich war zwischendurch auch in Japan, habe unter anderem Naoto Kan getroffen, habe Kolleginnen und Kollegen aus der Parlamentariergruppe in Japan getroffen, die dort auch für den Atomausstieg kämpfen, noch in der Minderheit sind in Japan. In Deutschland haben wir, glaube ich, den Atomausstieg unumkehrbar gemacht. Es laufen zwar noch bis Ende 2022 Atomkraftwerke, aber ich glaube, das haben wir jetzt in dieser Wahlperiode hinbekommen. Aber die negativen Entwicklungen in der Welt, siehe die Krise in Nordkorea, ist natürlich auch bekannt. Und die ganzen Umweltkatastrophen, genau. Das wird ja immer mehr, also selbst in Deutschland, was hier abgeht. Ja. Wobei, das ist ja die Frage des menschengemachten Klimawandels. Ja. Und da spüren wir schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass das, was gerade passiert in Berlin mit zwei extrem Starkregenereignissen, mit dem katastrophalen Sturm vor ein paar Tagen, dass also unsere Umwelt sich so verändert, wie die Klimaforscher es vorher gesagt haben, ja. Aber es geht, glaube ich, generell um das Bewusstsein überhaupt für all diese Katastrophen, dass wir Menschen begeistern, berühren, ansprechen können, dass diese Sachen nicht, also ich habe selbst einen Freund, der das gerne wegschiebt und sagt, ja, hoffentlich passiert nichts, ne? Ich will da gar nicht drüber reden. Dann gab es ja noch den Nobelpreis, ne? Ja, der Nobelpreis ist wirklich was Tolles. Ja, weil tatsächlich, man muss ja eine Vision haben und eine positive Vision. Mhm. Und die positive Vision einer atomwaffenfreien Welt, das ist doch was Wunderbares. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass die Bundesregierung das nicht begrüßt hat, dass sie das nicht unterstützt hat. Ja. Und das finde ich eigentlich das Skandalöse an der ganzen Geschichte. Also natürlich müssen wir dafür eintreten, dass Atomwaffen weltweit gebannt werden. Mhm. Weil wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht einen gesellschaftlichen Konsens dafür kriegen, dann wird das nie passieren. Ja. Und das muss eine weltweite Bewegung werden. Und da kann Deutschland nicht am Rande stehen. Genau. Ich weiß aber auch, dass zu den Ausgezeichneten natürlich auch sehr viele junge Menschen gehören. Und das, finde ich, ist auch ein guter Spiegel. Was wir hier so im Festival sehen, sind die Zuschauer sind sehr durchwachsen, gar nicht zu viele Jugendliche. Ich habe gestern bei der Eröffnung im Planetarium eigentlich auch ein paar Jüngere noch gesehen. Dachte, so sind da richtig viele. Bei der Ausstellungseröffnung. Genau. Also, aber das macht auch Mut. Also weil diese Gruppierung auf jeden Fall auch vor allen Dingen junge Menschen sind, die sich da reinknien. Ich meine, ohne einen Kampf kann es ja gar nicht gehen. Also es muss ja wieder eine Bewegung geben, die sagt, es lohnt sich dafür zu streiten, diese Erde lebenswert zu erhalten. Also die Erde wird auch ohne Menschen überleben, das ist gar keine Frage, aber wir wollen sie ja für uns Menschen erhalten. Genau, und für unsere Nachkommen. Und dass man da eine positive Bewegung hat und auch für eine positive Vision kämpft und streitet. Und da ist natürlich Kunst und Kultur etwas ganz Wichtiges und muss auf der einen Seite natürlich die negativen Seiten zeigen, die Gefahr zeigen, vor allen Dingen für Dinge, für die wir keine Sinne haben. Mhm. Und wie die Atomenergie, die wir nicht spüren, oder also die Atomenergie, sondern die Atomstrahlung, die wir nicht spüren können, aber auch wir spüren ja den Klimawandel nicht. Da fehlen uns einfach die Sinne. Dafür brauchen wir Kultur, dafür brauchen wir Darstellung, dafür brauchen wir Film, dafür brauchen wir Medien. Mhm. Und wir brauchen natürlich aber auch die Vision, für eine positive Welt zu kämpfen. Mhm. Und das ist das Tolle an diesem Projekt und natürlich ein internationaler Ansatz, ein internationalistischer. Ich staune, wer wieder alles dabei ist. Internationalistischer Jahr, ne? Ansatz, weil sonst geht das ja nicht. Also zu meinen, man könne alle Probleme dieser Welt in Deutschland alleine lösen, das ist sicherlich naiv. Aber wir können unseren Beitrag leisten. Mhm. Und hier wird es vor allen Dingen großen regen Austausch geben, weil auch wieder viele Filmemacher angehen. Nein, es ist wunderbar. Deswegen freut es mich sehr und ist auch eine Ehre, als Schirmherr wieder dabei zu sein. Genau. Dann danke ich Ihnen fürs Gespräch. Haben Sie noch was auf dem Herzen, was Sie noch erzählen möchten? Was ich auf dem Herzen habe, was mich diesmal in diesem Jahr wirklich freut, ist, dass die Elektrizitätswerke Schönau dabei sind. Die sind ja eine Genossenschaft, die sich gebildet hat, initiiert von der Familie Sladek und nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl und eines der tollsten Projekte in Deutschland. Und ich bin auch Mitgenosse bei denen. Ich bin ja auch Kind der Genossenschaftsbewegung und auch sehr aktiv und freue mich sehr, dass die mit dabei sind. Und mit denen haben wir zusammen auch in diesem Jahr, die haben das auch mit unterstützt, eine Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes im Bundestag hinbekommen. Das heißt Mieterstrom, also die Energiewende in die Städte holen, die solare Ernte von den Dächern in der Stadt damit anfangen, dass wir das stärker machen. Und ich werde mit denen weiter gut zusammenarbeiten. Und dass die jetzt hier auch Partner geworden sind, das ist was ganz Fantastisches. Schön. Okay, dann danke ich Ihnen für das kleine Interview. Wir sehen uns auf dem Festival ja alle noch. Super. Danke. Dankeschön. Tschüss.